Einen Termin erstellen in Outlook. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe Outlook geöffnet, bin hier beim Kalender und erstelle nun in dieser Woche einen neuen Termin. Wenn ich hier das Werkzeug nehme, neuer Termin, dann erscheint ein Fenster oder ich drücke die Tastenkombination Ctrl N für neu und habe sofort einen neuen Termin. Dieses hier. Leider sind alle Fenster gleich blau und ich kann nun hier den Titel eingeben, zum Beispiel Rudern, wann gehe ich rudern? Ich trage hier das Datum ein. Wir gehen morgen rudern, die Uhrzeit. Hier kann ich den Ort eintragen und noch eine Bemerkung hineinschreiben. Und hier rechts könnte ich das Ganze in eine Serie umwandeln. Vielleicht gehen wir ja immer am Donnerstag um 15 Uhr rudern. Ich trage das nun ein, speichern und schließen und der Termin erscheint hier. Schneller geht's, wenn ich einen Doppelklick mache. Ich mache einen Doppelklick zum Beispiel am Freitag morgen um 10, Doppelklick und kann nun dasselbe wieder eintragen. Mit dem Vorteil, dass der Tag bereits stimmt und die Uhrzeit stimmt. Ich schließe dieses Fenster wieder, ich mache es noch anders. Ich gehe rudern, diesmal am Samstag. Ich streife schon über jene Zeit, bei der ich rudern will. Mache einen Rechtsklick auf diese Markierung. Neuer Termin. Und jetzt stimmt der Tag, die Dauer. Ich kann hier wieder den Text eintragen, ich kann auch das in eine Serie umwandeln. So geht es irgendwie am schnellsten. Zum Schluss noch eine Möglichkeit, um sehr schnell aus einer Mail einen Termin zu erstellen. Ich gehe hier zu den Mails, ich packe hier dieses Mail, ich will nämlich mit dieser Person einen Termin vereinbaren, packe die Mail und lasse sie beim Kalender wieder los, dann entsteht sofort ein Terminfenster. Hier steht der Titel, den Ort könnte ich bestimmen und den Inhalt des Mails, den sehe ich hier sofort. Also wirklich praktisch und das ist auch schön dargestellt. Dann brauche ich nicht den Mail-Inhalt als Gedankenstütze extra noch hier rein zu kopieren. Es ist schon drin. Das war's.